Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Master Yi im Jungle. Ja, des Weiteren habe ich einen Fiddlesticks auf der Toplane, bin ich super begeistert von. Eine Anivia auf der Midlane, Miss Fortune als ADC und Alistar Support. Im Gegnerteam haben wir eine Fiora auf der Toplane, Jax im Jungle natürlich, um mich zu countern. Heimerdinger auf der Midlane, Azrael als ADC und Leona Support. So. Jetzt ist auch Anivia aufgewacht. Ich starte natürlich wie immer mit drei Heiltränken, der Machete des Jägers und dem Abwehrtotem. Because my damage are bad. Okay. Wollen wir mal schauen. Fiddlesticks gegen Fiora. Eieieiei. Das kann ja was werden. Aber mal sehen. Wir werden wie immer unser Bestes geben. So. Ah, schon wieder ein Team erwischt hier. Aber Anivia sollte gegen Heimerdinger eigentlich super klarkommen. So, und ab zum Red. Jax, du willst mich kontern, mein Freund. Da bin ich ja mal gespannt. Little First Blood gegen Fiora. Ich schmeiß mir weg. Oh, aber da ist der Jax. Kommt auf Fiddle anscheinend auch noch mit klar. Lol. Sehr schön. Jax hat noch keinen Red Buff. Ja, Teleport. Fiddle, gib Galle. Dammit. Vielleicht kriege ich ihn noch. Der konzentrierte Geist. Hallo. So, oh ne. Heimerdinger ganken ist keine gute Idee, denke ich. So, und jetzt gehe ich auch mal schnell weg. Jax ist ja ziemlich behind. Schade, jetzt hat's dann. Volt hat zu viel, wa? Hat sie so schön früh fertig gemacht da. Und das sogar ohne Ignite. Zorn führt zum
schnell zusehen, dass ich da runterkomme. Oh oh. Jax kommt auch, Leute. Nee, nee, raus. Haben sie nicht gesehen? Gehen wir mal hier den Wort machen. Jaxie Boy hat die Krabbe gemacht. So und hoch. Und ich denke, das reicht sogar schon für Level 6. Hoffe ich zumindest. Nice. Er scheint Fiddle öfters zu spielen. Oh, nicht ganz gereicht. Da raste ich doch aus. Nächsten Blue kriegt die Anivia. Und den hier gönne ich mir nochmal. So, Level 6 erreicht. Jetzt kann das Spiel beginnen. Ist mit Master Yi immer so ein bisschen blöd. Aber um richtig effizient zu werden, braucht man halt sein Level 6. Machen die denn da? Ach, Jax war da. Ujo lebt in mir weiter. Gehen wir mal vorm Red Buff gucken sogar. Aha. Klar ist er die ganze Zeit bei dir. Der fightet ja auch die ganze Zeit. Das passiert nämlich, wenn man immer pusht, ohne zu gucken. Also ohne zu warden, meine ich natürlich. So, und jetzt gehen wir mal gucken, wo wir uns einen Kill holen. Oh, Knappikowski Mitte. Ja. Ult hat er raus. Oh lol. Nee, lieber auf die Botlane runter. Fast noch eine Q gehabt. Schade. Nicht ganz rechtzeitig mehr. Aber immerhin 3 Kills geholt. Ich zeige dir den Weg.
So, ein paar Gold muss ich noch warten. So. Vizemaster. Dann wird es auch ein Win. Oh. Ah, okay. Gehe ich den noch machen? Schön meinen Vorsprung weiter ausbauen. Oh, Jax ist top. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, er hat mich geultet. Nicht gereicht. Schatte. Mal sehen, ich kann nur hoffen, dass der Jax nicht da ist. Okay. So. Dafür ist die Few jetzt Bot. Oh, weia. Haben sie in der Zange. Aber der stirbt auch noch, oder? Nein! Lol, wie unlucky. Wie unlucky. Okay, die zieht sich auch zurück. Muss ich schnell machen, damit sie wenigstens den Tower nicht kriegen. Jawohl. Wir haben den ersten Tower. Nichts gewordet. Haben wir die Krabbe. Ein Schnitt von vielen. Ah, den kriegen wir easy. Oh, die machen hier Rolls. Da komme ich aber nicht mehr rechtzeitig, klaut der Fiddle ihn. Ja. Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schild. Das ist sehr schön gemacht. Heimatdinger ganken ist so eine Sache. Aber er hat
Fiddle carried. Ich zeige dir den Weg. Und Fiddle mit dem Herold, jawohl. Haben sie einen Fiddle geholt. Lass dich nicht von Stolz lenken. Dafür hole ich aber nochmal die Fio weg. So, und jetzt ziehe ich mich mal zurück, weil genau der Jax kommt. Das habe ich mir gedacht. So. In Sicherheit. So weit hätte ich aber gar nicht laufen brauchen. Oh, ärgerlich, reicht nicht ganz. Ich glaube, ich gehe mal wieder auf meinen alten Bild mit der Jomus-Geisterklinge. ...16:12 sieht natürlich noch nicht so überragend aus. Hier. Alter. Jetzt reicht's mir aber, ey. Muss ich alles für die Gutste nutzen. Fio ist ja leider rausgekommen. Legen wir los. Ich habe im Moment leider keine Ult. Das heißt also, ich möchte auch ungern kämpfen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Jetzt gehen wir rein. Fiddle mit dem Triple, einen hat er mir auch gelassen. Nice, 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 was der Fiddle hier spielt. So, aber ich ziehe mich auch zurück. Drake 32. Ja, da kann ich nochmal komplett weggehen, denke ich. So, und Abmarsch zum Drake. Muss auch ein schneller Sieg werden. Ich habe ein paar Pommes im Ofen. Okay, Smite habe ich bereit. Da haben sie gewartet.
Okay. Na, schade, kriegt sie nicht mehr. So, da ist Jax. Und Azrael. Den hat's mal easy zerlegt. Mal sehen, ob das schon erinnert wird. Ah. Ja, ohne Ulti dauert das alles ein bisschen sehr lange. Überlege gerade. Ach doch, komm. Jomus direkt. Aber jetzt bauen wir hier Quecksilberschärpe. Die Leona geht mir doch geringfügig auf die Nerven. Unser ganze CC, die macht das recht gut. Ja, das macht ihr dann öfter. Farm von hinten wegrollen. Ja. Oh, bevor ich es wieder vergesse. Ja, 29-17. Jetzt haben wir die Führung schön ausgebaut. Na gut, MF03, aber der Farm ist... Naja, okay. Na, Botlane 05. Sonst wäre das Ding schon lange vorbei, glaube ich. Legen wir los. Einfach ein bisschen weiter farmen hier. Steht hier Anivia, die kommt jetzt richtig rein, ja, 6-4. Jawohl, das sieht doch schon alles recht nice aus. Gucken. Ja, Mitte sind sie alle. Ach, schade, ich dachte, das klappt. Schade. Ja, Jax nimmt in seiner Ult einfach wirklich zu wenig Schaden. Ah, die Leona, die carried für die Gegner. Jawohl. MF rotzt einfach durch. Ah, doch, darauf warte ich gleich. Die paar Gold warte ich. Quecksilberschärpe kann mich ja doch übelst retten im nächsten Fight. Kommt der Teleport. Naja, Fiddle kann sich wieder hochheilen. Ein paar Gold können ewig dauern. Oh, gegnerische Blue ist ab. Wollen wir mal gucken, ob wir uns da nicht mehr holen können. Irgendwer muss ja jetzt mal runter zum Fiddle gehen. Ah, da ist Azrael. Jax auch dabei. Und der nächste Drake in einer Minute. Ich
Lane geholt habe, gehe ich Toplane pushen. Und mal sehen, wen sie schicken, um mich aufzuhalten. Ah, Leona, wen sonst? Und Heimerdonger. Okay, I'm out. Ah, da ist die Leo. Ist sie etwa alleine? Das war ein Fehler, Baby. Ah! Heimerdinger noch mitgekriegt. Dank meiner Quecksilberschärpe. Aber Leona killt mich. Nee, Heimerdinger kill. Die mag mich nicht. Oh, Jax macht einen Drake. Ja, Philipp aber auch gleich da. Ja, hat ihn gekriegt. Wie baut denn der Jax? Wollen wir mal gucken hier. Hm, okay. Ah, followen wir mal ein bisschen. Wenn die Leo den ganzen CC auf mich rauskriegt, habe ich es echt schwer. Aber gut ist, dass der Rest des Teams auch Schaden macht. So, reingepusht haben wir schon mal. Ich zeige dir den Weg. Ziehen sich alle schön zurück. Oh, aber zu spät. Okay, war nicht gut. War überhaupt nicht gut jetzt. Und das war noch viel weniger gut. Shitte. Das war richtig schlecht. Ich bin da voll reingelaufen und den ganzen CC abgekriegt. Und durch so eine dumme Aktion kriegen die Gegner den Baron. Wir hätten uns einfach nicht trennen dürfen da. Hm. Sekunden noch tot. Anivia stirbt auch nochmal. Alles nicht schön. Sah ziemlich gut aus, aber der Baron bringt die Gegner jetzt natürlich wieder schön rein. Hier jetzt endlich mal klären. Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler. Und Jax ist Bot, also kann ich hier in Ruhe mal ein bisschen gegen pushen. Drei Gegner tot. Leo holt Fiddle.
Dammit. Jetzt muss ich leider auch schon wieder abdrehen. Okay, nee. Nee, nee. Back. Okay. Sie wissen, dass wir hier sind. Na, was ist da los? Weder er greift mich an, noch ich greife ihn an. Seitdem ich den neuen Klienten habe, da ist alles so ein bisschen merkwürdig. So, und als letztes hole ich mir jetzt nochmal ein defensives Item. Das ist der Rax-Pegel. Jawohl. Triple. Lass dich nicht von Stolz lenken. Oh komm, tank ich sogar. Naja, gut. Leerzeichen zwischen. Oh, und das war auch Fail. Nicht die E nutzen, um sowas zu zerstören. Dann geht nämlich der passive Effekt verloren. In diesem Sinne, zieht euch auch das nächste Game rein. Und bis bald, euer Ram.